Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wenn man etwas über die Endzeit wirklich verstehen will, dann braucht man eine intime Kenntnis über Israel. Man muss wissen, was es mit den Juden auf sich hat. Deswegen heißt die heutige oder heißt der heutige Clip, ich habe ihn so überschrieben, die biblische Wahrheit, die ganze biblische Wahrheit über Israel. Jesus Christus, unser Erlöser, kam als Jude in Israel zur Welt und bezahlte dort den Preis für unsere Sünden und die Sünden der ganzen Welt, inklusive aller jüdischen Sünden. Das jüdische Volk und der moderne Staat Israel aber lehnen Jesus Christus bis heute überwiegend ab. Aus diesem Grunde fragen sich viele Christen, welche Haltung sie gegenüber dem modernen Staat Israel und seinen Bewohnern einnehmen sollen. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass es zwei alttestamentliche Bündnisse bezüglich des Landes Israel gibt. Da ist erstens der abrahamitische Bund von etwa 2000 vor Christus. Der gibt als Eigentumsurkunde das Land für immer den Juden. Und dieser Bund ist auch jetzt noch gültig. Und dann ist der kanaanitische Bund da, von etwa 1500 vor Christus. Aus 5. Mose 28 und 30 legt dieser Bund die Bedingungen fest für die Bewohnung des Landes. Dieser spätere Bund wird oft als palästinensischer Bund bezeichnet, aber das ist eine falsche Bezeichnung. Denn das Land wurde erst nach der zweiten jüdischen Revolte gegen die Römer 135 nach Christus von den Römern erstmals Palästina genannt, das lateinische Wort für Philister, die Erzfeinde Israels. Das Bündnis versprach, dass Israel die wichtigste Nation auf Erden werden würde, wenn die Juden Gott gehorsam werden. So steht es in 5. Mose 28, 1 bis 13. Aber der Bund hat auch gewarnt, dass viele Flüche über das Land kommen würden, wenn Israel ungehorsam wäre. 5. Mose 28, 15 bis 37 sagt das. Inklusive der Vertreibung aus dem Land, 5. Mose 28, 38 bis 57. Das Bündnis warnte sogar davor, dass es zu einer weltweiten Zerstreuung und Verfolgung der Israeliten führen würde, wenn die Anfangsmaßnahmen Gottes nicht zum Gehorsam führen würden, 5. Mose 28, 58 bis 68. Aber nirgendwo, ihr Lieben, nirgendwo wird ihnen gesagt, dass der Ungehorsam des Volkes zum Verlust ihres Eigentumrechts führen würde. Dieser Bund endet mit dem Versprechen, dass ein Tag kommen wird, an dem der Herr sein Volk wieder in sein Land bringen wird. 5. Mose 30, Vers 3 bis 5. Fast 1900 Jahre waren die Juden in alle Welt zerstreut worden und erlitten schlimmste Verfolgungen. Höhepunkt war der von Deutschland in den Jahren 1938 bis 1945 praktizierte Völkermord an den Juden, der sogenannte Holocaust. Das war unbeschreiblich, das war schrecklich, das war barbarisch und unmenschlich. Trotz weltweiter Verfolgung und Erniedrigung, trotz Holocaust, lehnen die Juden bis heute überwiegend ihren Messias Jeschua ab. Auch wenn es durch die Jesus People Erweckung inzwischen viele hunderttausend christusgläubige Juden in aller Welt gibt. In der Welt, in der wir leben, gibt es kein Volk, das so sehr verfolgt wurde wie das jüdische. Selbst viele Christen glauben, dass Israel ersetzt wurde durch die Gemeinde Jesu und dass Israel im Herzen Gottes keinen Platz mehr hat. Also brauchen wir Klarheit. Welche Haltung gegenüber den Juden und Israel ist richtig? Antwort finden wir nur im Wort Gottes der Bibel. Was also sagt uns die Bibel dazu? Die Bibel zeigt uns als erstes, dass das Christentum eindeutig jüdische Wurzeln hat. Jesus war und ist Jude, die Apostel waren Juden und die Autoren des Neuen Testaments waren Juden.
Die ersten Gemeinden bestanden aus lauter Juden. Die gute Nachricht ist, dass das Evangelium zu den Nationen gebracht wurde, weil Israel Jesus abgelehnt hat. Der Ungehorsam Israels war letztlich unsere Rettung. Römer 11, Vers 26 bis 32 sagt Paulus: Wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel gerettet werden. Wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt ist: Vom Zionsberg wird der Retter kommen und alle Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. Dann werde ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben, sagt Gott. Und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe. Im Blick auf die gute Nachricht gilt: Sie sind Feinde Gottes geworden, damit die Botschaft zu euch kommen konnte. Im Blick auf ihre Erwählung gilt: Sie bleiben die von Gott Geliebten, weil sie die Nachkommen der erwählten Väter Abraham, Isaak und Jakob sind. Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung widerruft er nicht. Ihr aus den anderen Völkern habt Gott früher nicht gehorcht, aber weil sie ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Genau entsprechend gehorchen sie Gott jetzt nicht, weil er euch sein Erbarmen schenken wollte. Und so werden künftig auch sie Erbarmen finden. Gott hat alle ohne Ausnahme dem Ungehorsam ausgeliefert, weil er sich über alle erbarmen will. Paulus benennt die ganze Brisanz in diesen Bibelstellen, die daraus entsteht. Und so sagt er schließlich in Römer 9, Vers 1 bis 5: Für das, was ich jetzt sage, rufe ich Christus als Zeugen an. Es ist die Wahrheit und ich lüge nicht. Auch mein Gewissen bezeugt es, das vom Heiligen Geist bestätigt wird. Ich bin tief traurig und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder und Schwestern denke. Die Menschen aus meinem Volk, wenn es möglich wäre, würde ich es auf mich nehmen, selbst an ihrer Stelle verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Sie sind doch Israel, das von Gott erwählte Volk. Ihnen gehört das Vorrecht, Kinder Gottes zu sein. Ihnen offenbarte er seine Herrlichkeit. Mit ihnen hat er wiederholt einen Bund geschlossen. Ihnen hat er sein Gesetz gegeben und die Ordnungen für den Opferdienst zu seiner Verehrung. Ihnen hat er das künftige Heil versprochen. Paulus, der ja selber Jude war, bringt es auf den Punkt: Trotz vieler Irrungen bleibt Israel das Volk, das Gott sich erwählt hat. Vater Gott ist voller Güte und Gnade gegen jedermann. Weil aber das Schicksal, das jüdischer Ungehorsam nach sich zieht, in den Augen von Paulus so außerordentlich ist, dass er, wenn möglich, es an ihrer Stelle selber tragen wollte. Da blitzt etwas auf von der Haltung, die wir gegenüber Israel einnehmen sollten. Und noch etwas: Israel ist der wichtigste Beweis für die Zuverlässigkeit aller Verheißungen Gottes in der Bibel. Am aktuellen Zustand Israels können wir zudem ablesen, wo Gott gerade mit seiner Welt steht und was als nächstes passiert. Vor unseren Augen, das ist wirklich spannend, und fest steht: Gott der Vater hat sich bedingungslos an die Israeliten verpflichtet, für alle Zeiten und für alle Ewigkeit. Und Jesus Christus wird bei seinem zweiten Kommen an einem einzigen Tag die Nation Israel zu sich hinziehen. Bei dieser Perspektive wird klar:
Nur die Bibel sagt uns von Anfang an die ganze Wahrheit über Israel, ungeschönt und ungeschmälert. Und das bedeutet, alle anderen Informationsquellen, alle, die etwas anderes sagen über Israel als die Bibel, die lügen. Und wenn sie noch so sehr behaupten, die Wahrheit zu sagen. Weil aber so viel Lüge im Spiel ist und die Bibel nicht überall gehört wird, existiert ein aberwitziges Durcheinander zum Thema Israel. Noch einmal, der Wahrheitssuchende hat nur exklusiv die Bibel als einzig zuverlässige Informationsquelle. Wenn Israel also für das Christentum am Anfang so wichtig ist, dann hat das Christentum gegenüber Israel auch eine eindeutige Verantwortung. Hören wir dazu noch einmal Paulus. Er sagt uns in Römer 15, Vers 25 bis 27, zunächst gehe ich jetzt nach Jerusalem, um der Gemeinde dort Hilfe zu bringen. Die Christen in Mazedonien und Achaia haben nämlich beschlossen, für die Armen der dortigen Gemeinde Geld zu sammeln. Sie haben sich freiwillig dazu entschlossen und sie stehen ja auch in deren Schuld. Als Angehörige der anderen Völker haben sie am geistlichen Reichtum der Christen in Jerusalem Anteil bekommen. Dafür müssen sie ihnen auch mit irdischen Gütern aushelfen. Gemeinden der Nationen helfen den Gläubigen in Israel. Und das ist heute nicht anders als zu Paulus' Zeiten. Im Übrigen stellt die Bibel drei elementare Fakten in Zusammenhang mit Israel heraus. Gott liebt Israel, Satan hasst Israel und Christus wird für Israel wiederkommen, um es zu retten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war also der erste Teil über die ganze Wahrheit Israels aus der Bibel. Und es ist so wichtig zum Verständnis der Zeit, in der wir leben, der Endzeit. Es ist so wichtig, die Zusammenhänge über und mit Israel zu verstehen. Und deshalb lade ich Sie herzlich ein, auch den nächsten Folge dieser Serie sich anzusehen. Ich verabschiede mich und freue mich, Sie wiederzusehen.